Die spanische Justiz droht hunderten Bürgermeistern der Region Katalonien mit Festnahme, falls sie sich an der Vorbereitung des Unabhängigkeitsreferendums am 1. Oktober beteiligen. Die Generalstaatsanwaltschaft in Madrid ordnet am Mittwoch Ermittlungen gegen die Bürgermeister an. Die Kommunalchefs sollen demnach vorgeladen und im Falle des Nichterscheinens festgenommen werden. Rund 700 katalanische Bürgermeister haben sich auf Bitten der nach Unabhängigkeit strebenden Regionalregierung bereit erklärt, in ihren Gemeinden Einrichtungen für die Abhaltung des Volksentscheids bereitzustellen. Die spanische Zentralregierung stemmt sich mit aller Macht gegen ein Referendum über eine Abspaltung Kataloniens. Der spanische Ministerpräsident Mariano Rajoy rief die Katalanen zum Boykott des Referendums auf. También quiero aprovechar esta ocasión para decirle a los ciudadanos de Cataluña. Niemand kann die Bevölkerung von Katalonien dazu zwingen, etwas Illegales zu machen. Das Gesetz schreibt unseren Bürgern Pflichten vor, schützt sie aber und verteidigt sie vor Willkür. Pero también les protege y les defenderá frente a cualquier arbitrariedad. Bereits vergangene Woche erklärt das spanische Verfassungsgericht das vom Regionalparlament in Barcelona beschlossene Referendumsgesetz für ungültig. Es wird für einen Zeitraum von 5 Monaten ausgesetzt. Währenddessen will das Verfassungsgericht ein endgültiges Urteil fällen. Generalstaatsanwalt José Manuel Mazza kündigt Strafanzeigen gegen katalanische Regionalpolitiker und Abgeordnete wegen Amtsmissbrauchs und Missachtung gerichtlicher Anordnungen an. Staatsanwälte weisen die Polizei in Katalonien an, Wahlurnen, Flugblätter und sonstige Referendumsunterlagen zu beschlagnahmen. Die katalanischen Behörden jedoch setzen sich regelmäßig über Entscheidungen des spanischen Verfassungsgerichts hinweg, dessen Legitimität sie nicht anerkennen. Die Vorbereitungen für das Referendum sind weit fortgeschritten. Erst am Montag, dem katalanischen Nationalfeiertag, demonstrieren in der Regionalhauptstadt Barcelona mehrere hunderttausend Menschen für die Unabhängigkeit von Spanien.